So, und da sind wir dann auch schon wieder. Und ich guck mal kurz auf die Uhr. 19 Uhr. Ich will nämlich heute gerne noch was anderes anspielen. Ah ja, wahrscheinlich wirklich hier drunter wieder. Was das ist, kann ich so genau noch gar nicht sagen. Das Spiel hat mir Cabo empfohlen. Soll so eine Art Horrorspiel sein, ohne Ego-Shooter-Einlage. Das ist für mich eigentlich schon ganz wichtig. Ich bin kein Fan von Ego-Shootern. Ich spiele sie auch eher selten, deshalb werdet ihr mich auch nie erleben, dass ich hier irgendwie 4 oder sowas Let's Playe, weil das ist einfach nicht mein Style. Inventar voll? Fuck. Okay, der Schneemann-Käfig könnte hier drauf. Das heißt, der würde dann... Hier sollte dann vielleicht ein Weg entlang führen. So. Mal schauen. Zwei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sagen wir mal bis hier. Dann kann da noch ein Gebäude hin. So. Wie kommen wir dann da rein? Ich glaube... muss ich erstmal den Cobblestone hier verballern. Ich werde überhaupt wieder was aufnehmen können hier. So. Hier lag auch noch eine Fackel rum. So, hier oben kommt dann natürlich der Zaun drauf. Für die, die mir vorhin nicht zugehört haben, warum ich hier Cobblestone nehme, für den Untergrund ganz einfach. Alle anderen Stoffe würden sich nur schwer beim Abbauen erhalten lassen und würden dann im Endeffekt doch nur wieder abgebaut werden, wenn auch nur aus Versehen. Und so machen wir hier einfach die Umrandung mit Dreck. Das Innenleben dann mit Cobblestone. Dann ist hier auch noch 2 Felder Platz für den Weg. Wir haben gerade einen Platz frei, da können wir dann mal gucken, dass wir das Gemüse hier aufnehmen, bevor es verschwindet. So. Ist ja auch zu schade, einfach verkommen zu lassen. Besonders, wo wir es gerade so dringend brauchen. So. Ich sag euch, es wird mir wirklich schwer fallen, jetzt den ganzen Dezember die Finger weg von diesem Spielstand zu lassen. Den ganzen November. Denn die paar Folgen, die jetzt wahrscheinlich noch fehlen werden, die habe ich innerhalb von 2, 3 Aufnahmen drin. Aber ich habe ja dann bald ein gutes Ablenkungsmittel mit Star Wars The Old Republic. Denkt dran, das hier muss ein tiefer, sprich, das ist schon so richtig. Ja, endlich mal hier massiv arbeiten, damit auch wirklich mal nichts zurückbleibt, wo Monster spawnen können. Das geht mir nämlich hier langsam auf den Keks. Diese ständigen Monsterlöcher. Außerdem sparen wir so mal wieder ein paar Fackeln.
Ich bild mir die ganze Zeit immer ein, dass hier noch andere Schritte sind, außer meine. So, da kann auch nichts spawnen. In der Reihe hier. Die können wir so abdecken. Fertig. Jetzt kommt der Belag drüber. Dann noch die Zäune drumherum. Ja, toll. Hätte ich mal wieder eine Spitzhacke gebraucht hier. Haben wir auch schon lange nicht mehr gespitzhackelt. So. Nächster. Dann machen wir den Weg hier gleich auch noch fertig und das da, das legen wir eine Reihe tiefer. So. Soundtore haben wir gerade keine dabei. So. Damit das wie bei den Stellen, damit man leichter rein und rauskommt, machen wir das hier auch mit einem Leiterverfahren. Also quasi, man kommt von hier. Kommt dann hier rein. Jetzt haben wir natürlich noch nichts dabei. Ich hol's mal schnell. Da können wir gleich ein bisschen Kies mitbringen für den Weg da unten. Das hier oben, das ist wirklich alles safe. Das ist toll. Jedenfalls, dann haben wir das auch schon geschafft. So. Wir waren heute noch gar nicht auf dem Weizenfeld. Fällt mir ein. Haben wir genug Zäune? Ja, mit dem ganzen Stack kommen wir aus. Locker. Ich glaube, wir machen da so 10 Schneemänner rein. Das sollte reichen für den Anfang. Gravel? Gravel. Jetzt nicht so ein halber Gravel. Ach, den können wir oben auffüllen. Dann können wir hier mal wieder Wolle reinfüllen. Was wollte ich noch holen? Leitern. Ich glaube, Leitern haben wir jetzt alle oben. Ob ich das hinkriege mit dem Ding, wäre es natürlich auch schön. So, können wir sonst noch was benutzen? Nein, ich glaube nicht. Zur Not haben wir hier auch noch ein paar Zäune. So. Auf jeden Fall haben wir da noch eine Ecke, noch ein Feld da mehr zugebaut. Und es müssen ja nicht überall immer Läden hin. Reicht ja auch mal, wenn man einfach nur ein Feld anlegt. Haben wir Fackeln dabei? Ach, das sollte auch reichen. Naja, aber Powers Theorie, dass die Wolle nachwächst in 1.9, die wurde, glaube ich, jetzt schon hinreichend widerlegt. Jetzt hier gleich die Leitern dran machen. So, und jetzt probiere ich mal was aus. Klappt nicht.
wir die noch mal kurz weg. So. Ja. Und halt von unten. So, mal schauen, ob es klappt. Wunderbar. Genauso wollte ich das machen. Ja klar, hier so. Wie sieht das denn aus? Lol. Ich glaube, ich werde noch ein paar Fackeln brauchen. Ah, und da meldet sich der gute alte Teddy zu Wort und will was von mir. Ich bin gespannt, was ich für ihn tun kann. Aber erstmal machen wir jetzt diese Aufnahme zu Ende. Und ich wette, es hat irgendwas mit dem neuen PTC-Event zu tun, zum Halloween. Das spüre ich im Urin, aber ich glaube, den Spruch hatte ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. So, jetzt brauche ich ein paar Fackeln. Ja, und ich unterbreche dann ganz kurz jetzt die Folge.